Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und in diesem Video möchte ich euch zwei super simple Tricks verraten, wie ihr eure Mundhygiene noch um ein Vielfaches verbessern könnt. Und ich verspreche euch, diese Tricks kann wirklich jeder von euch umsetzen. Also, bleibt dran! Wenn ich euch jetzt die beiden Tricks verrate, werdet ihr bestimmt lachen und euch an den Kopf fassen und denken, ja, wieso bin ich da nicht selbst drauf gekommen? Ich glaube wirklich, dass die meisten es von euch noch nicht umgesetzt haben, aber es wird eure Mundhygiene wirklich um ein Vielfaches verbessern. Also, Trick Nummer 1. Verwendet gutes Licht. Ich glaube, dass die meisten von euch kein gutes Licht zum Zähneputzen haben. Selbst wenn euer Licht im Badezimmer einigermaßen hell ist, meistens kommt es von oben oder von den Seiten und wirft einen Schatten in euren Mund. Natürlich könnt ihr die äußeren Zahnflächen sehen und wenn ihr den Mund weit öffnet, könnt ihr wahrscheinlich auch die unteren Zähne von oben ein bisschen erkennen. Klar, und wenn ihr die Wange zur Seite haltet, ein bisschen was sieht man schon. Aber in sehr vielen Bereichen wird Schatten in euren Mund fallen und ihr könnt eigentlich nicht gut gucken und arbeitet mehr oder weniger nach Gefühl und so ungefähr seht ihr, wo ihr seid. Aber ihr seht keine Details und ihr seht auf jeden Fall um ein Vielfaches schlechter, als wenn das Licht direkt in euren Mund leuchten würde. Ich zeige euch mal, wie ich dieses Problem gelöst habe. Und zwar habe ich mir so eine Lampe gekauft. Die ist mit USB-Anschluss, ich stecke sie aber in die Steckdose. Ich habe das Glück, ich habe direkt neben meinem Waschbecken eine Steckdose, stöpsel die da ein und kann wirklich direkt in den Mund leuchten und sehe damit alle Flächen, innen, außen, hinten. Man kann super gut damit sehen. Man kann während des Zähneputzens immer wieder die Position verändern, dadurch, dass das so eine bewegliche Lampe ist, kann man immer wieder eigentlich direkt einen Spot auf die Zähne setzen. Da, wo man im Moment putzt und damit kann man wirklich super gut sehen. Wenn ihr keine Steckdose direkt neben dem Waschbecken habt, vielleicht habt ihr eine in eurem Spiegelschrank oder aber ihr guckt mal im Internet nach anderen Lösungen, vielleicht nach einer längeren Lampe. Ich habe gesehen, es gibt auch welche, die am Kabel sind, müsst ihr nur gucken, wo ihr die dann befestigen könnt. Aber ich denke, da werdet ihr auf jeden Fall eine Möglichkeit finden. Dieses Beispiel soll einfach eine Idee sein, was man machen kann, um das Licht ja, direkt in den Mund leuchten zu können. Also einfach eine Anregung für euch, was man machen könnte. Aber ich bin mir eigentlich sicher, dass wenn ihr einfach mal drüber nachdenkt, ihr für euer Badezimmer schon eine Lösung finden würdet, wie ihr euer Licht optimieren könnt, damit es wirklich auch mal in den Mund scheint und ihr wirklich alle Stellen gut sehen könnt. Dann werdet ihr nämlich überrascht sein, wie viel ihr seht und wie viel ihr vorher auch nicht gesehen habt, dass man wirklich zum Teil ja noch die Belege auf den Zähnen sehen kann. Und das sind Dinge, die man vorher vielleicht übersehen hat oder man kann eben genauer einschätzen, dass man tief genug die Borsten aufs Zahnfleisch gibt und man sieht eben ganz genau, wo die Borsten den Zahn und das Zahnfleisch berühren und wie man es halten muss, damit es besser ankommt und so weiter. Also es ist eine super riesen Verbesserung für euch. Das ist also mein erster Tipp, gutes Licht verwenden. Dann mein zweiter Tipp, eigentlich genauso simpel, aber ich glaube auch darüber haben viele nicht nachgedacht. Es ist eine Riesenerleichterung, wenn ihr einen Vergrößerungsspiegel nehmt. Beim Zähneputzen, beim Verwenden von Zahnseide, Interdentalbürstchen, natürlich für das ganze Prozedere. Habe ich gerade bei der Lampe nicht erwähnt, aber das meine ich natürlich auch für die Lampe. Also auch wenn ihr Zahnseide nehmt, Interdentalbürstchen, verwendet am besten auch einen Vergrößerungsspiegel. Ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass eine dreifache Vergrößerung am besten ist, weil bei einer größeren Vergrößerung wird es schon wieder unscharf, beziehungsweise der Abstand passt nicht so gut, dass ihr vor dem Spiegel wirklich noch die Zähne putzen könnt und es scharf ist. Also eine dreifache Vergrößerung finde ich am besten geeignet. Und ja, ich denke, jeder von euch kann irgendwo in seinem Badezimmer einen Vergrößerungsspiegel anbringen. Und das ist auf jeden Fall mein zweiter Tipp. Diese beiden Punkte, gutes Licht und ein Vergrößerungsspiegel, sorgen wirklich dafür, dass eure Mundhygiene nochmal deutlich steigt. Und ihr habt eigentlich nicht viel gemacht, nicht viel dafür getan, keine neuen Techniken, keine neuen Instrumente für die Mundhygiene.
einfach nur die beiden Punkte Licht und am besten Vergrößerungsspiegel und ihr könnt so viel mehr sehen und ihr werdet so viel bessere Ergebnisse noch erzielen als bisher schon. Und in dem Zusammenhang muss ich unbedingt noch erwähnen, das gilt auch für eure Kinder. Also auch wenn ihr Kinder habt, achtet darauf, dass ihr einen Spiegel in der Höhe des Kindes aufhängt, damit gleich das Kind lernt, beim Zähneputzen in den Spiegel zu schauen und ja, einfach zu sehen, was es da macht. Denn auch Kinder müssen sehen können, was sie dort machen, dass sie richtig gut putzen, wo die Borsten hinkommen, dass sie die Zahnbürste richtig halten, dass sie richtig an den Zahn kommt und so weiter. Auch für Kinder ist es eine Riesenerleichterung, wenn sie beim Zähneputzen gucken können. Vielleicht sind sie schon groß genug, dass so ein kleiner Hocker reicht, dass sie in euren Spiegel mit reingucken können. Aber wenn es noch klein ist, das Kind, hängt ein Spiegel tief auf, damit das Kind auch sich selbst beim Zähneputzen sehen kann. Ja, und ich glaube, dass diese Tipps, auch wenn sie wirklich super, super simpel sind, euch wirklich helfen werden, eure Mundhygiene nochmal zu verbessern. Einige von euch haben es vielleicht sogar schon umgesetzt und denken, ach, was redet die denn da, weiß ich alles schon. Aber ich glaube, dass wirklich der Großteil von euch da noch nicht so sich Gedanken drüber gemacht hat und das vielleicht noch nicht in die Tat umgesetzt habt. Also, deswegen wollte ich das Video machen, um euch einmal darauf aufmerksam zu machen, euch Ideen zu bringen und ja, euch zu motivieren, das in die Tat umzusetzen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen hoch, ich würde mich riesig darüber freuen. Abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn neue Videos von mir online kommen. Ich habe noch ganz, ganz viel in petto und möchte euch noch ganz viel erklären, damit eure Mundhygiene immer besser, besser, besser wird und ihr irgendwann keine neuen Löcher mehr bekommt, euer Zahnfleisch gesund ist und ihr einfach, ja, eine Mundgesundheit habt. Das ist mein Ziel, dass ihr selbst wisst, was zu tun ist. Und deswegen abonniert meinen Kanal bitte, bleibt am Ball, ich würde mich super, super, super doll darüber freuen. Und schreibt doch bitte auch nochmal unten in die Kommentare, ob euch die Tipps geholfen haben und ob ihr es vielleicht bisher schon gemacht habt. Das würde mich auch interessieren. Wer von euch hat diese Tipps schon umgesetzt und wen konnte ich durch dieses Video dazu animieren, sie ab sofort umzusetzen? Schreibt mir das doch mal bitte unten in die Kommentare, würde mich super freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.